Ein letztes Mal Lametta, ein letzter Gang aufs Treppchen. Doppel-Olympiasieger Robert Bartko verabschiedete sich beim Berliner Sechstagerennen mit einem dritten Platz von seinen Fans aus seinem Wohnzimmer. Doch nicht der Potsdamer, sondern sein junger Partner Theo Reinhardt rang mit den Tränen. Für mich als jungen Sportler, ihn hier zu verabschieden als Partner, ist natürlich ein Riesending, was ich in meinem Leben mit Sicherheit nie vergessen werde. Und wie gesagt, wir kommen immer wieder in Tränen, wenn ich daran denke, dass er jetzt aufhört. Riesensportler, der hat meine Anfänge des Radsports quasi begleitet, hat mich motiviert und jetzt feiere ich mit ihm im letzten Erfolg und schon stark, ja. Sichtlich gefasst und doch gerührt von den Emotionen im Velodrom genoss Robert Bartko die letzten Momente seiner Fabelkarriere. Ein bisschen Wehmut ist dabei, aber das war eine Entscheidung, die konsequent gefallen ist bei mir. Und ich habe die letzten Runden genossen und das war ein tolles Rennen. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Mein Partner hat super mitgemacht. Ich glaube, es war für ihn auch ein sehr schönes Erlebnis heute nochmal. Das Publikum hat uns gefeiert und auf den Runden und ein schöner Abgang für mich. Trotz diverser Ausreißversuche am Ende gelang der Sprung auf den ersten Platz nicht für das Duo Bartko-Reinhardt. Doch das 103. Berliner Sechstagerennen endete doch mit einer Überraschung. Denn nicht das favorisierte Team De Beust-Lampater sicherte sich den Gesamtsieg, sondern das Duo Kenny de Ketele und Andreas Müller. Robert Bartko nahm es gelassen. Wir sind super zufrieden, wir haben uns stark präsentiert, wir haben gekämpft und dann ist es eben im Sport so, dann kann man nicht immer gewinnen. Ein allerletztes Sechstagerennen wird Robert Bartko nur noch bestreiten, bevor er seine Karriere nach der Karriere in neue Bahnen lenken wird.